Also die wichtigsten Punkte vom Diageo Agri-Pivot T60 zusammengefasst. Wir haben eine Maschine mit einem 75 PS Kubota-Motor mit 3,3 Liter Hubraum. Also ein gewaltiger Motor, spritsparsam. Und wie wir wissen, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum. Wir haben eine Hydraulikleistung von 101 Liter in der Minute. Also egal welcher Anbaugerät, auf damit, geht dahin. Wir haben alle Hydraulikanschlüsse, das heißt 4 Hydraulikanschlüsse vorne, 2 Hydraulikanschlüsse hinten, Anhängkupplung, Anhängersteckdosen, einen Schwingungsdämpfer, die Maschine läuft 40 km/h, wir haben 40 km/h Vorgeschwindigkeit, 40 km/h Typisierung, wir können mit dem auf der Straße 40 km/h fahren, haben einen Schwingungsdämpfer, der sowohl für uns das Fahren angenehmer macht, als auch die ganze Maschine schon, weil die ganzen Unebenheiten außerfedert. Wir haben Differentialsperre drinnen. Wir haben eine Euroaufnahme, hydraulisch verriegelt, können aber alle Wunschaufnahmen auch haben. Eine Stromsteckdose, schaltbar von der Kabine aus vorne. Wir haben in der Kabine drinnen Heizung, Klimaanlage, luftgefederten Fahrersitz, Kabinentüren auf beide Seiten ausstellbar. Wir haben ein Radio drinnen in der Kabine, LED-Scheinwerfer nach vorne, LED-Scheinwerfer am Teleskoparm, Zusatzscheinwerfer nach hinten, Hydrauliköl-Kühler, alles standardmäßig beim T60. Und nicht zu vergessen, 4,70 Meter Hubhöhe mit der Palettengabe, knappe 5 Meter im Schaufeldrehpunkt und eine Kipplast von sage und schreibe 4050 Kilo und standardmäßig schon das Traglastdiagramm so kalibriert, dass du 2,25 Tonnen aufheben kannst und einen halben Meter auf der Palettengabe ohne Probleme.